Heinz Fehlemann tritt heute zum letzten Mal seinen Dienst an. Der Pilot ist jetzt 65 Jahre alt und geht in Rente. Auf die freie Zeit freut er sich. Ja, das Fliegen selber macht ja immer noch Spaß, ne? Aber das Ganze drum und dran ist ja. Ne? Der Dienstplan, das Leben am Plan, das will ich jetzt nicht mehr. Seine beiden letzten Flüge gehen von Düsseldorf nach Thessaloniki und zurück. Den Check-in macht der Pilot selbst am PC. Ihr checkt in, Delta Charlie ist das Flugzeug, Alpha Bravo Delta Charlie, ein A320. Und wir haben 169 Passagiere, was natürlich ziemlich voll ist. Ne? Zeit für nostalgische Gefühle hat Heinz Fehlemann erstmal keine. Vor dem Abflug ist noch einiges zu tun. Wie an jedem Arbeitstag gibt es eine neue Crew und neue Einweisungen. Okay, dann fangen wir an. Heute nach Thessaloniki. Wie ihr wisst, der letzte Flug. Und wir machen alles normal. Die Maschine ist ziemlich voll. Ne? Wird wahrscheinlich im Service dann ein bisschen Trouble geben. Aber ich denke mal, der kriegt das irgendwie schon geregelt. Ne? 27.000 Flugstunden hat Heinz Fehlemann hinter sich. Die Fliegerei gehört zu seinem Leben dazu und wird ihm fehlen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas an dem Flugzeug finden. Bevor der Kapitän zum letzten Mal das Cockpit besteigt, führt er noch einen Außencheck durch. Worauf achten Sie jetzt? Irgendwas hier drin liegt, irgendwas gebrochen ist. Man kann nicht furchtbar viel sehen. Nachdem dieser Teil der Flugvorbereitung abgeschlossen ist, marschiert Heinz Fehlemann in sein Reich, das Cockpit. Nach all den Jahren könnte er hier selbst im Schlaf die richtigen Knöpfe drücken. 1966 fing Heinz Fehlemann seine Pilotenkarriere an. Zuerst flog er Segelflugzeuge, dann welche mit Motor. Im Laufe der Zeit wurden die Flugzeuge immer größer. Auch die Fliegerei selbst hat sich verändert. Vieles ist heute automatisiert. Heinz Fehlemann meint, es sei dadurch langweiliger geworden, aber auch sicherer. Es ist eigentlich sehr, sehr wenig passiert in den 40 Jahren. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war, dass ich von über Atlantik bei 30 West muss ich mal umkehren, weil ein Triebwerk verlor Öl. Ja, und dann sind wir wieder nach Düsseldorf geflogen und sind ganz normal gelandet. Das Ding wurde repariert, es war abends schon wieder fertig und war also keine große Geschichte. Co-Pilot ist heute David Eggert. Der junge Kollege ist stolz, Heinz Fehlemann an seinem letzten Tag begleiten zu dürfen. Er schätzt den Kapitän sehr. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich da ein paar Umläufe, also mehrere Tage mit ihm unterwegs war. Und dass Heinz Fehlemann zwar was Besonderes war, einen ganz einzigartigen Humor hat einfach. Ja. Einen trockenen Humor, man lacht sehr viel mit ihm, wenn man unterwegs ist, man hat wirklich seinen Spaß. Echt super und gut, mit ihm zu arbeiten zusammen und auch die Abende dann abends mal an der Hotelbar oder in irgendwelchen Städten, da war immer sehr nett. Nach gut 2 Stunden Landung in Nordgriechenland. 30, 20, retard. Sobald die Gäste das Flugzeug verlassen haben, beginnen die Vorbereitungen für den Rückflug. Die beiden Piloten nutzen die Zeit, um kurz die Sonne zu genießen. Heinz Fehlemann wird solche Momente in Zukunft vermissen. Gleich ist es soweit. Der Kapitän hebt zum letzten Mal ab. Die Spannung steigt vom letzten Flug. Nicht mehr als sonst auch. Das hat man so oft gemacht, was soll sich da ändern dran? Ne? 16.20 Uhr, Take-off. Der Kapitän gibt etwas mehr Gas als sonst und genießt es, noch einmal die fast 40 Meter lange Maschine zu steuern. Ja, pünktlich sind wir auch, ne? Können wir doch nicht meckern. Wenn es auch im letzten Flug pünktlich. Heinz Fehlemann genießt die Aussicht. Ein letztes Mal aus der Perspektive eines Kapitäns. Für ihn das Schönste am Fliegen. Das ist immer, wenn man morgens früh im Regen zum Dienst kommt. Und dann taucht man aus den Wolken raus und man sieht die Sonne. Das ist schön. Das war immer schön. Gut 2 Stunden dauert der Flug. Langsam wird es Zeit, sich von den Passagieren zu verabschieden. Für heute und für immer. Wir werden also jetzt um 18 Uhr Ortszeit
in Düsseldorf-Land. Wetter ist schön, 25 Grad und aufgelockert. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag in Düsseldorf. Vielen Dank. Nach der Landung wartet schon die Flughafenfeuerwehr mit der üblichen Zeremonie für Piloten, die in Ruhestand gehen. Trotz Kloß im Hals, die beiden Piloten scherzen. Kann man nicht lernen, ne? Besser geht's nicht. Naja, aber irgendwann musst du ja mal auf. Du willst ja auch mal hier. Noch 6, 7 Jahre. Und was macht nun der Kapitän im Ruhestand? Jetzt ruhe ich mich erstmal aus, ne, ein bisschen. Versuche morgens länger zu schlafen, ne, als sonst. Und ja, werde dann auf mein Boot gehen und dann ein bisschen segeln gehen und mal gucken, was so passiert. Ne. Dieses Abschiedsfoto wird sicher einen Platz auf dem Boot finden, mit dem der Kapitän seinen Ruhestand genießen wird.